Und ich muss darüber. Ja, ich muss dahin. Das Problem ist, der Drache ist nervig. Oh. Weiß nicht, wo das ist. Da ist er. Ich muss doch hier runter. Hey, ich muss hoch oder runter? Ja, du ist nicht. Scheiße, Alter. Bisch. Kommt, kommt. Okay. Alter, was geht denn denn ab? Was war das für ein Gott vor allem von denn?
Ich will schon weiter. Wo ist der eine hin? Sorry, wenn es heute ein bisschen anders ist, ich will ein bisschen nach Munition gucken. Weil ich habe Ärger bekommen, weil ich so viel Munition liegen lasse. Ausgetrickst. Hi. Gehst du mir auf den Sack? Alter, die sollen ja auf den Piss gehen, Leute. Scheiße, ich hab keine Maske mehr. Was mache ich jetzt ohne Maske? Ich hab keine Ersatzmaske. Gebt ihr eure Masken? Hallo, ihr habt doch Masken. Uff, gib mir eine. Wieso habe ich keine Ersatzmaske mit? Also muss ich jetzt aufpassen. Alter, muss ich doch aufpassen, dass meine Maske neben dem Arsch geht. Alter, wie dumm ist das denn? Ich war so gut gerade unterwegs. Och nö, nicht wieder hier.
Okay, von hier aus kann ich es nicht treffen. Oh, endlich. Es war klar, dass die schwarze Station von Faschisten besetzt war. Aber Ullmann hatte gesagt, er würde dort auf mich warten. Ich musste es riskieren. Was hat so lange gedauert? Wo ist Pavel? Hat er... Natürlich. Später. Die Situation hat sich verschlimmert. Die Faschisten haben die Station buchstäblich überschwemmt. Wenn du ihren Generator abstellen kannst, wird es einfacher, an der Wache vorbeizukommen. Nimm das.
Ich werde im verlassenen Tunnel zur Polis auf dich warten. Steht irgendwie auf meiner Stirn Mann für alles? Oder Fallout 4 Charakter? Kann ich es absetzen? Dafür müssen Sie bezahlen! Ich bin getroffen! Dafür krieg ich dich! Sorry, das musste sein, das war zu einfach. Das war zu einfach gerade, die beiden. Lesestunde. Aber ich lese nicht durch. Kein Bock zum Lesen. Nicht du ein. Was denn, wenn der Generator? Hier muss der Generator sein. Wenn man es auch ausmachen will, ne? Scheiße. Scheiße, kann ich auch nicht mehr helfen.
Steh mir nicht im Weg. Das ist der Anfang hier. Ja, wo sind denn die letzten beiden? Nerven. Ach, das sind über mir. Was zum Teufel? Trotzdem Beschuss mit der Schwabkanne abstechen. Ich dachte, ein Affe ist verletzt. Affe verletzt. Auspusten. So ist nix. Muss eigentlich gar nicht, wie lange trotzdem geht's hier lang.
Okay, ich bin wieder hier. So, dann muss ich hier lang und da lang. Dann da lang. Hier lang. Und dann da hoch. Button. Bingo. Licht aus. Kennst du die Geschichten über Metro 2? Hey, was soll? Sieht so aus, als ob er... Scheiße. Das steht auch gut. Warum haben die so viel Licht hier immer? Muss ich ernsthaft jetzt einen Puff rein? Appetitlich. Artyom, mein Mann, du hast es geschafft. Komm und ruh dich aus.
Ja, endlich Ruhe. Wir werden die Polis bald erreichen. Das sind keine normalen Mutanten. Das ist irgendwas anderes, irgendwas Schlimmeres. Ein übles Phänomen, was? Aber weißt du, es ist nicht böser als, sagen wir mal, Feuer. Es hängt alles von der Sichtweise ab. Versuche, die Dinge besser zu verstehen, bevor du dir ein Urteil bildest. Lass uns jetzt gehen, hier ist es nicht sicher. Es ist schwierig, meine Gefühle in diesem Moment zu beschreiben. Erschöpft, aber auch froh. Ich hatte es geschafft. Sobald die Hand das Nachricht überbracht hatte, konnten andere über die Rettung meiner Heimatstation entscheiden. Stärkere und weisere. Meine Aufgabe war erfüllt. Aber ich mache kurz mal eine kleine Pipi-Pause hier. Also das mache ich wohl schon an die Hosen. Bis gleich.
Teufel, bist du da? Wir sind Faschisten und wollen eure Station einnehmen. Ullmann, sind Sie das? Haben Sie ein Glück, dass Petrovic nicht hier ist? Er steht nicht auf solche Scherze. Wer ist das da bei Ihnen? Er kommt von der Nordfront. Ich begleite ihn zur schwarzen Station. In Ordnung. Dann kommen Sie durch. In Ordnung, gehen wir. Was willst du? Verschwinde. Halt die Fresse. Komm schon. Du bist eingesperrt, nicht ich. Willkommen in der Police, Hauptmann Krasnov. Sie sind einen weiten Weg gekommen, junger Mann. Wo genau kommen Sie her? Er ist von der Messestation. Kann er nicht alleine sprechen? Sehen Sie, Hauptmann, der Junge ist das erste Mal in der Polis. Er ist auf dem Weg hierher durch die Hölle gegangen und überbringt Hunters Nachricht für Miller. Schon gut, schon gut. Ziehen Sie sich um. Hier sind die Sachen. Ihre Ausrüstung können Sie hier lassen. Sie ist hier sicher. Sie bekommen sie gesäubert zurück. Ruh dich etwas aus, Artyom. Ich schau mal nach Miller. Gott! Ich hoffe, er ist nicht wegen eines Auftrags unterwegs. Übrigens, vergessen Sie nicht, sich in der Lobby abzuschrubben, Ullmann. Keine Sorge, das werde ich nicht. Oder möchten Sie lieber Kinder mit zwei Köpfen haben, Idiot? Auf sie. Und übrigens, die Faschisten haben sich dort verschanzt. Sie kommen uns definitiv näher. Wo ist er? Oberst, melde mich zum Bericht. Artyom, ich bin Miller. Wo ist die Nachricht von Hunter? Hier entlang. Ich verstehe. Vielen Dank, dass du das zur Police gebracht hast. Das war sehr mutig. Ich werde eine Notsitzung einberufen. Wenn sie dich aufrufen, dann berichte von der Situation. Alle Ratsmitglieder bitte in der Ratskammer versammeln. Ich wiederhole, alle Ratsmitglieder bitte sofort zur Ratskammer. Bringen Sie den Jungen zur Ratskammer. Stunden vergehen, Minuten, Minuten, Stunden.
Tage, Wochen. Und wir haben unser Ziel immer noch nicht erreicht. Unglaublich. Artyom, ich bin erstaunt, dass der Rat es abgelehnt hat, deiner Station zu helfen. Es ist mir peinlich, dass sie nicht deinen Mut aufbringen. Aber die Polis ist nicht die ganze Metro. Es gibt noch andere Leute, die sich gegen die Schwarzen erheben. Okay, okay, okay. Hör gut zu. Die Ranger haben mehrere gut erhaltene Raketenbasen bei der Stadt entdeckt. Manche können vermutlich aktiviert und für einen Angriff genutzt werden. Das Problem ist, dass die Raketen von der Kommandozentrale D6 ausgestattet werden müssen. Wir wissen aber nicht, wo sie ist oder ob sie noch funktioniert. Wir wissen jedoch, dass es Informationen darüber gibt. An der Oberfläche ist eine riesige Bibliothek, ein gefährlicher Ort. Aber darin ist ein geheimes Militärarchiv. Wir müssen dorthin. Wir gehen getrennt, um keine Aufmerksamkeit zu erwecken. Du gehst hier hoch, das habe ich bereits arrangiert. Wenn du am Eingang der Bibliothek ankommst, werde ich dort schon auf dich warten. Sei vorsichtig, Artyom. Und noch was. Zurück gehen wir direkt zur Sparta-Basis. Meine Ranger werden dort auf uns warten. Bekomme ich eine neue Maske? Los geht's! Nee, bekomme ich nicht. Schade. Die Ratsentscheidung hatte mich schockiert. Aber Millers Plan gab mir Hoffnung. Einmal mehr kletterte ich nach Moskau hinauf. Ich musste das Geheimnis von D6 lüften. Und ein Rudel Raketen erwecken. Ob das nach hinten losgeht? 100% ja. Man muss ja übelst vorsichtig sein, was man hier macht gerade.
Sorry, wenn ich so ruhig bin. Ich konzentriere mich gerade extrem räudig gerade. Oder gerade irgendwas zum Drücken hatte. Oh, zum Glück, Alter. Ich glaube, wenn wir weiterlaufen würden, statt gut rumzustehen und Munition zu verschwenden, endlich. Endlich, Artyom. Du bist hier. Das ist gut. Wir haben uns Sorgen gemacht. Du weißt noch, was zu tun ist? Wir müssen zum Militärarchiv irgendwo in der Hauptbibliothek. Wir erreichen es durch die Hauptlesehalle. In Ordnung? Genug gefroren. Gehen wir. Gut.
Scheint ruhig zu sein. Leute, das ist ein Schwanzvögel! Artyom, Danila, kommt schnell her! Versperrt diese Türen! Ich komme! Na! Artyom! Oben abgeschlossen ist, musst du einen Weg finden, sie zu öffnen. Was ist das für komische Dinger da oben? Alter, was ist denn das? Das geht eigentlich auch fest. Warum hat man... Wieso nimmt man die eine, die kaputt ist, nicht erst mit, bis die kaputt geht, nimmt die ganze als Ersatz mit? Hä? Was?